Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Miteinander für unseren Wallgau. Wir befinden uns heute vor der Raiffeisenbank in Schlienz, eine Bankstelle der Raiffeisenbank Wallgau-Walsertal. Im ersten Stock des Gebäudes befindet sich die Buchhaltung und die Kreditabteilung mit insgesamt 8 Mitarbeitern. Im Erdgeschoss betreut Bankstellenleiter René Butcher mit seinem Team um die 1400 Kunden hier in Schlienz. Herrn Butcher René werden wir im Mitarbeiterporträt noch näher kennenlernen. Vom 28. bis 31. Oktober finden die Weltspartage statt. Raiffeisen lädt alle Jugendliche und Kinder ein, ihr Erspartes, ihre Kessele in die Bankstelle zu bringen und zu leeren. Als kleines Dankeschön erhalten sie nette Geschenke. Wir waren in der Raiber Fraßstanz mit dabei. Die Weltsparwoche der Raiffeisenbank ist jedes Jahr ein Highlight für fleißige Sparer. Wir waren auf Besuch in Fraßstanz. Ja, der Weltspartag und die Weltsparwoche, das ist ein Feiertag für uns als Bank, aber eben nicht nur für uns, sondern auch für Kinder und für die Jugendlichen. Wir wählen der Kinder eigentlich damit zu sorgen, es hat einen Wert, wenn ihr etwas sperren, es hat einen Wert, wenn ihr auf Bank und neuer Kessel lernt. Ich kann mich erinnern, ich selber als Kind, das war für mich der Feiertag im Jahr. Also ich habe da, denke ich, mit meinen Augen glänzen so es heute auch noch. Die Kinder kommen, haben eine Gaude, bringen ihre Kessel und sie kriegen ein Geschenk als Belohnung, weil sie schon in ganz jungen Jahren einfach auch sehr, es hat einen Wert, dass sie ihren Schatz hüten. Und das ist unser Raiffeisensparbuch und das taugt uns total. Auch den jungen Sparern war die Begeisterung anzumerken. Voller Stolz brachten sie ihr Kessele und beobachteten die Zählung genau. Dass die Weltsparwoche mit ihrem bunten Rahmenprogramm jedes Jahr ein Höhepunkt der Raiffeisenbanken im Wallgau ist, beweist der große Ansturm. Der richtige Umgang mit Geld will gelernt sein. Durch die Weltsparwoche sollen die Kinder erfahren, dass ihr Erspartes einen Wert hat und dass ihr Fleiß belohnt wird. Nach der Zählung und der Einzahlung des Ersparten dürfen die Kinder aus vielen tollen Geschenken zur Belohnung ihren Favoriten wählen. Das bunte Rahmenprogramm in allen Raiffeisenbanken des Wallgaus wird von den kleinen Bankkunden ebenfalls mit Begeisterung angenommen. Neben der bekannten Raiffeisenbiene Sumsi werden die Kinder mit Süßigkeiten belohnt und am Maltisch können sie ihre Kreativität freien Lauf lassen. Ein besonderes Highlight in Fraßstanz war die Theatergruppe Zaubersocken, welche mit ihrem Stück die zahlreichen Besucher begeisterte. Aufmerksam beobachteten die Kinder die Aufführung und als ihre Mithilfe gefragt war, waren sie mit Eifer dabei. Dieses Jahr war die Weltsparwoche ein Riesenerfolg. Die Raiffeisenbanken im Wallgau hoffen, den Kindern so eine wertvolle Erfahrung in Bezug auf Sparen vermitteln zu können und freuen sich bereits auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Gemütlich zu Hause auf der eigenen Couch sitzen. Bei kühleren Temperaturen genießt man die eigenen vier Wände umso mehr. Wir waren mit Bankstellenleiterin Doris Jochum bei Familie Nessler in Sateins und besuchten ihren persönlichen Wohntraum. Hier in Sateins, eingebettet mitten in einer wunderschönen Landschaft, liegt das Eigenheim der Familie Nessler.
nach einjähriger intensiver Bauphase erst kürzlich eingezogen, befragen wir den Bauherrn. Was war für Sie wichtig bei der Planung? Ja, dass wir einen großen Raum haben mit Küche, Wohnzimmer und das getrennt mit einem Holzofen. Und das ist für uns einfach etwas Spezielles. Kauf oder Erwerb von Eigenheim. Was für einen Tipp können Sie da geben als Wohnberaterin? Ja, zuerst einmal ist er genau richtig bei mir, wenn er zu mir auf die Raiffeisenbank kommt und diesen Wunsch sozusagen äußert. Und je früher, dass er kommt, umso besser ist das natürlich. Am besten gleich, wenn er den ersten Gehalt bezieht. Und dann können wir als Berater der Raiffeisenbank für diesen Kunden einen individuell auf ihn abgestimmten Ansparplan erstellen. Und wie kann dann so ein Ansparplan aussehen? Ja, das muss dann natürlich ganz individuell auf den Kunden angepasst werden. Was hat er für Möglichkeiten? Was hat er für Risikobereitschaft? Da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Was ist ein guter Mix der Finanzierung? Ja, das Ziel ist es, dass in etwa so 30% von den Gesamtkosten der Kunde selbst einbringen kann. Der Rest wird dann zu einem sehr günstigen Wohnbaukredit von der Raiffeisenbank finanziert. Momentan sind ja die Zinsen sehr niedrig, daher ist der Wohnbaukredit zurzeit auch sehr, sehr günstig. Was war für Sie jetzt wichtig beim Haus? Was empfinden Sie als besonders gelungen? Also mein gelungener Punkt ist natürlich auch meine Küche. Ich tue gerne Baha und Koha. Und ja, es ist ganz individuell, wirklich nur auf uns zugeschnitten. Zufrieden? Ja, zufrieden. Wir genießen es wahnsinnig, ja. Herr und Frau Nessler haben gründlich geplant und sind auch von den Baufirmen bestens beraten worden. Im Erdgeschoss ein Gästezimmer mit Nasszelle eröffnet nicht nur die Möglichkeit zu beherbergen, so wäre es auch möglich, zwei eigenständige Wohnungen im Haus einzurichten. Die Leitungen und Rohre sind gleich mitverlegt worden. Noah, der vierjährige Sohn der Familie, hat natürlich auch sein eigenes Zimmer zum Schlafen. Aber sonst, da gibt es für ihn keinen fixen Platz. Rein nach dem Motto, dass er groß an der Wand prangt, darf er überall nach Herzenslust spielen. Was auffällt bei diesem Haus, man könnte die Fenster fast mit Gemälden verwechseln. Nun möchten wir einen Blick in die Raiffeisenbank hier in Schlins werfen und einen langjährigen Mitarbeiter vorstellen. Herr Potsch-René ist seit 8 Jahren Bankstellenleiter hier in Schlins. Mit viel Freude betreut er seine Kunden. René, du bist Bankstellenleiter in Schlins. Muss man da selber besonders gut mit Geld umgehen können, dass man Bankstellenleiter ist? Oder wie ist das bei dir? Also ich glaube, dass das schon sehr wohl notwendig ist, ja. Und wenn man das selber nicht kann, wie kann ich das weitervermitteln oder irgendwie Ratschläge geben? Du bist ja schon ziemlich lang bei der Bank. Wie lange bist du schon dabei? Ich bin jetzt seit 1998 dabei, das sind 15 Jahre. Und taugt mir aber nach wie vor. Was macht es aus, dass du wirklich so lange auch dabei geblieben bist? Für mich ist es wirklich der Umgang mit den Leuten, was mir taugt. Die tägliche Herausforderung. Und aber auch die Möglichkeit, gerade bei unserer Raiffeisenbank Walga Groß-Walsertal, immer wieder Neues kennenlernen dürfen. Und was machst du so privat? Hast du eine Familie?
Ja, also ich habe eine ganz tolle Familie. Ich bin verheiratet, habe eine tolle Frau und zwei Kinder. Und wie ist das, nimmst du ab und zu mal Geschichten aus der Bank mit nach Hause? Die, was ihnen blieben, sind meistens die negativen. Man versucht denen natürlich auch, denen zu helfen und Lösungen zu suchen. Mitunter passiert das auch einmal in der Nacht, anstatt zum Schlafen. Toll ist aber natürlich auch, wenn man einfach lässige Erfahrungen macht. Das muntert den auf und natürlich, wenn man am Abend zur Familie kommt und da gestärkt und voller Freude kommt, dann ist das natürlich immer eine tolle Geschichte. Wir sind nun am Ende unseres Magazins angelangt. Ich wünsche Ihnen einen schönen, gemütlichen November und freue mich, wenn Sie in der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen.